hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender-Türchen von mir. Ich habe mir jetzt kein krasses Blockbuster-Spiel rausgesucht. Ich habe mir aber den kleinen Underdog rausgesucht. Weil ich dachte, ich nehme mal was, was vielleicht nicht jeder nimmt, aber was mir die letzten paar Wochen echt die Zeit zwischendurch versüßt hat. Ich bin ja immer so ein bisschen viel unterwegs und habe es ganz gerne momentan, wenn ich ein Spiel habe, wo ich kurz spielen und wieder absetzen kann. Und für mich war da Untitled Goose Game perfekt. Ich habe mir das Spiel ausgesucht für den Adventskalender, weil ich glaube, es haben schon sehr, sehr viele gesehen und mitbekommen. Also in dem Spiel seid ihr eine Gans und ihr seid eine ganz fiese Gans. Und ihr versucht alle in der Stadt auf die Palme zu bringen, bis sie ein Schild aufstellen, dass Gänse in der Stadt verboten sind. Und das finde ich ganz toll. Ich hatte in der Zeit gerade Bock, irgendwie Leuten auf den Sack zu gehen. Und dann kam dieses Spiel raus und dann bin ich die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen, bin nur Leuten auf den Sack gegangen. So, und ihr kriegt dann eine Aufgabenliste und dann müsst ihr versuchen, das zu erledigen. Und dann gibt es aber noch so Hidden-Aufgaben, die ihr manchmal entdecken könnt. Ich habe irgendwie so ein Boot in irgendeinen Tümpel geworfen, auf einmal stand da Aufgabe erledigt. Dachte ich, geil. So schnell habe ich eine To-Do-Liste auch noch nie abgearbeitet. Aber die anderen Sachen sind auch mal kniffliger und das Spiel stellt es dir aber frei, ob du sehr stealthy vorgehen willst oder ob du einfach drauf losbrechst, den Leuten die Schnürsenkel aufziehst, durchrennst und das Ding einfach durchziehst, je nachdem, was da gerade deine Mission ist. Und genau. Ich fand diese Abwechslung sehr lustig. Ich fand es super geil, wie die Musik das Ganze untermalt. Also, dass die Musik quasi auf deinen Watscheln teilweise so, dass die da mitgeht. Die ist natürlich nicht mitkomponiert, sondern ist so eine leichte interaktive, programmierte Art von Akkorden und Musik auf dem Klavier. So. Und ja, diese ganzen Kleinigkeiten, die so zusammengespielt haben und dem Spiel so einen coolen Mut gegeben haben, haben mir eine Menge Spaß beschert für ein paar Stunden. Ja. Mein kleines Spiel des Jahres 2019. Ne? Achso, ja, frohe Weihnachten.